Allan Hollinghurst, des fremden Kind. Ein Jahrhundertroman. Ein Roman über schwule Literatur, darüber, dass es schwule Literatur immer schon gab und welche Mechanismen, welche Tricks die Mehrheitsgesellschaft veranstaltet hat, das nicht so zu sehen und den schwulen Charakter schwuler Literatur zu verunsichtbaren. Die Geschichte. 1913 sind Cecil und George ein schwules Liebespaar. George lädt Cecil nach Hause in sein Elternhaus ein, um ihn seiner Mutter vorzustellen. Die gibt auch gleich ein ehrenvolles Essen für Cecil. Die beiden Jungs werden im Laufe dieses Wochenendes einmal auch so gut wie beim Sex von der kleinen Schwester Georges, Daphne, erwischt. Geht gerade noch mal gut. Und Cecil ist mittlerweile schon so ein bisschen bekannter, ein Geheimtipp vielleicht noch, Dichter. Er schreibt, wie man das später nennen wird, Georgian Poetry, einen schwimmeligen Kram, den man heute kaum noch lesen mag. Daphne, beim Abschied, nervige kleine Schwester, will unbedingt ein Gedicht dieses Dichters in ihrem Poesiealbum haben, und so schreibt Cecil das Liebesgedicht, das er über das Wochenende recht weit vorangetrieben hat, das Liebesgedicht an George, Two Acres, wie das kleine Gut heißt, in abgespeckter Form in Daphnes Poesiealbum. Das Gedicht gelangt zu einiger Berühmtheit. Churchill zitiert das mittlerweile veröffentlichte Gedicht im Ersten Weltkrieg quasi als Durchhalteparole. Es wird zu einem Blut- und Boden-Nationalismus-Durchhalte-Gedicht, ein Gedicht des nationalen Stolzes, Two Acres British Ground. Cecil fällt im Ersten Weltkrieg. Und in der Zwischenkriegszeit heuern die Eltern von Cecil einen auch schwulen Literaten an, der eine panegyrische Biografie über den toten Sohn des Hauses verfassen soll. Darum werden alle nochmal eingeladen, die irgendwie mit Cecil zu Kontakt hatten, darunter natürlich auch George, seine Mutter. Und sie werden von dem Schriftsteller interviewt, um daraus das Material zusammenzutragen, aus dem die Biografie entstehen soll. Pikant, Georges Mutter weiß alles. Sie hat die Liebesbriefe der beiden Jungs abgefangen und beziehungsweise in Georges Sachen gefunden. George denkt, er hat sie verloren. Aber die Mutter weiß alles, hat die Briefe sogar dabei. Sagt nicht. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es einen Banker, der, man ahnt schon, man weiß in schwulen Kreisen, dass Cecil Vance ein schwuler Dichter war und dass sich da auch einige Chiffren verbergen. Er interessiert sich über die Maßen und er arbeitet in einer Bank und kommt, weil der Direktor dieser Bank Daphnes Mann geworden ist, wiederum in Kontakt mit der Familie des Dichters. Über all diese Umwege zieht sich sozusagen dieses Gedicht ein Jahrhundert lang. Immer wieder weiß man ungefähr, dass natürlich da ein schwuler Hintergrund ist. Später, gegen Ende des Jahrhunderts, gab es sogar mal einen schwulen Studenten, der das alles aufgedeckt hat, analysiert hat. Es fehlen so im Grunde die letzten Beweise. Und in der Schlussszene einer großartigen schwulen Beerdigung hat ein schwuler Antiquar die Gelegenheit, Autographe zu bergen in einem Abrisshaus, wo schon der Müllcontainer davor steht. Er hat sich zu entscheiden. Auf seiner App winkt ein Date, rettet er schwule Weltliteratur oder geht er zum Date? Man ahnt, wie es ausgeht. Ein Roman, der eben nicht nur zeigt, dass es das immer schon gab und dass es eine schnöde Mehrheitsgesellschaft ist, die verhindert, dass schwule Literatur gesehen wird, erkannt wird als solche, sondern dass auch wir Schwule immer wieder eigene Mechanismen haben, ihnen zum Opfer fallen, uns nicht genug darum kümmern, dass das sichtbar wird, zu unserem eigenen Schaden. Denn wir hätten sehr viel Freude daran, immer das zu wissen, was eigentlich in Wahrheit hinter dieser Literatur steht. Das Ganze erzählt in Allan Hollinghurst bekanntermaßen grandiosen Erzählweise, die Sprache geschliffen, aber worin Allan Hollinghurst ja immer am meisten glänzt, Partyszenen. Und so ist dieser Roman auch in nur 7 Partyszenen, die sich eben über dieses Jahrhundert verteilen, verfasst, immer gerinnt in einer dieser Situationen ein
Aspekt, ein Fortschritt. Es wird zusammengefasst, was bisher mit diesem Gedicht, mit den Beteiligten geschehen ist. Literarisch nochmal ganz besonders die mittlere, die vierte Partyszene, das sind die 60er Jahre, wo gesellschaftlich alles umbricht, zerfällt, da zerfällt auch diese Partyszene, die literarisch grandios aufgearbeitet. Ein dicker Schinken, in dem viel steckt, viel Wahrheit, ein unendlicher Lesegenuss, spritzig, mit viel britischem, feinen Humor, rundum das Buch, das man einfach gerne mehrfach liest, weil man auch beim zweiten Mal noch richtig viel drin entdecken kann. Allan Hollinghurst, Das fremde Kind.